Sie haben gefragt und jetzt gibt's die Antwort hier beim Bürgerdialog bei OTV. Willkommen daheim, willkommen liebe Zuschauer zu unserem Bürgerdialog. Bei mir im Studio sind heute Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Michael Hofmann. Herzlich willkommen. Grüße Sie. Herr Ministerpräsident, wir bzw. Sie wollen heute in den Dialog mit den Bürgern treten. Jetzt stehen wir allerdings nur zu dritt vor den Kameras. Die Corona-Lage lässt einen direkten Austausch nur schwer zu. Bewerten Sie diese Situation für sich? Zunächst mal bewerte ich die Situation so, dass wir Gott sei Dank auf den Weg raus aus der aktuellen Krise sind. Wir haben den Einstieg in den Ausstieg jetzt geplant. Es wird nicht alles über Nacht gehen, aber so Stück für Stück. Es gibt mehr Freiheit, es gibt mehr Hoffnung, es gibt mehr Zuversicht. Und damit wird es auch wieder auf Dauer mehr Dialoge geben können. Aber ich bin dankbar, dass wir es auf diesem Wege machen können. Viele Fragen. Ich habe die letzten Wochen, Monate fast über 2500 Kontakte gehabt über solche Videogespräche. Das ist kein Ersatz für das unmittelbare Erleben und Fühlen, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, Gespräch zu führen und manches an Beschwerden und Sorgen aufzunehmen. Das ist heute unser Ziel auch. Herr Hofmann, Sie als Bürgerbeauftragter kennen die Situation in dieser Funktion gar nicht anders mit der Corona-Lage. Wie sehr würden Sie trotzdem sagen, schränkt das Sie in Ihrer Arbeit als Bürgerbeauftragten ein? Also es schränkt natürlich ein. Die persönliche Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Da kommen Emotionen rüber. Man kann ganz anders auf sein Gegenüber eingehen, als das bei einer digitalen Veranstaltung der Fall ist. Aber wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben die verschiedensten anderen Kanäle genutzt im Bürgerbeauftragten-Team. Und ich glaube, die Menschen, die sich an uns gewandt haben, haben so schlimm gar nicht gemerkt, dass wir jetzt auf Distanz arbeiten. Es bringt im Übrigen aber auch schöne Vorteile, denn ein solches Format ist eben auch im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden. Deswegen freuen wir uns, dass OTV diese Möglichkeit auch bietet. Und wir haben über unsere Seite Bürgerbeauftragter eine extra Corona-Homepage gemacht, wo sich die Leute informieren können. Ich glaube, wir sind gut dabei. Ja, und wir freuen uns auch natürlich auch, dass wir diesen Bürgerdialog hier stattfinden lassen können. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie und Ihre Fragen und Ihre Anliegen haben wir vorbereitet. In den vergangenen Wochen haben wir Sie aufgerufen, uns Ihre Fragen zukommen zu lassen. Und das haben Sie auch fleißig getan. Per Mail, Video, am Telefon oder auch bei unseren Marktplatzaktionen in Amberg, Weiden, Tirschenreuth und Schwandorf. Wir haben die Fragen kategorisiert und starten mit dem Dauerbrenner-Thema Corona. Hierzu gab es natürlich zahlreiche Fragen, die Ihnen auf der Seele brennen. Es war der 27. Dezember 2020. Die allererste Impfung gegen das Coronavirus wurde in Deutschland verabreicht. Seitdem ist viel geschehen. Verschiedene Impfaktionen und Kampagnen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Zum Stand jetzt sind rund 9,7 Millionen Menschen in Bayern mindestens einmal geimpft. Aber es gab und gibt auch Gegenwind, Demonstrationen und Proteste gegen die Schutzimpfung an sich und seit geraumer Zeit auch gegen eine geplante Impfpflicht. Vor allem die einrichtungsbezogene Impfpflicht steht in der Kritik. Sie sieht vor, dass ab dem 15. März alle Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Es werden weitere Proteste laut, zahlreiche Stellengesuche in den Zeitungen verdeutlichen die Situation. Anfang Dezember äußerte sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek noch folgendermaßen zur partiellen Impfpflicht. Die berufsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten und Geburtshäusern kann nun kommen. Damit können wir die vulnerabelsten Gruppen unserer Gesellschaft noch besser schützen. Es ist wichtig, dass Bund und Ländern hier der Schulterschluss gelungen ist. Doch am 7. Februar sind von der Bayerischen Staatsregierung andere Töne zu hören. Das Problem ist aber jetzt, wenn man diese Regelung des Bundes zum 15.03. so umsetzt, besteht die große Gefahr, dass wir die Personalsituation in den Krankenhäusern, in den Einrichtungen der Altenpflege, aber auch in Arztpraxen, dass wir dort die Personalsituation gefährden und damit letztlich auch die Patienten gefährden, gerade in den vulnerablen Gruppen, die in diesen Einrichtungen leben. Bayern wird die Impfpflicht deshalb zunächst nicht umsetzen. Es brauche eine längere Übergangsfrist. Doch selbst wenn das Datum nun ein anderes ist, bleibt bei der ungeimpften Krankenschwester Christina Koos aus Schwandorf eine Frage bestehen. Ja, was passiert mit mir jetzt am 16. März? Ich bin Krankenschwester.
Herr Söder, die erste Frage geht an Sie. Wir sind insgesamt für die Impfpflicht, weil Impfen die einzige und beste Chance ist, dauerhaft aus Corona rauszukommen. Und die vielen Menschen, die jetzt trotzdem eine Infektion haben, können wirklich sagen, dass Gott sei Dank die Symptome sehr gering sind. Und deswegen ist auch die Belastung in den Krankenhäusern stabil. Also eindeutig ist Impfen richtig. Wir waren immer dafür, beides zusammen zu machen. Die allgemeine Impfpflicht und die sogenannte einrichtungsbezogene, weil wir kein Zwei-Klassensystem beim Impfen haben wollten. Und, das wird in dem Beitrag angesprochen, der Zeitunterschied. Es ist das Problem gewesen, dass der Bund völlig unklar gelassen hat, wie diese Impfpflicht umgesetzt werden soll. Also deswegen waren auch die Pflegeverbände alle auf der Zinne, haben mit uns gesprochen, auch die Oberbürgermeister, die Landräte haben gesagt, das kann man gar nicht machen, weil die Fragen, die die junge Dame stellt, eindeutig ungeklärt waren. Ergeben sich Betretungsverbote, Berufsverbote dadurch. Ich glaube, bei einer Bestandskraft gibt es jetzt keine Probleme. Das ist jetzt schon mal als ersten Schritt geklärt. Also sie muss sich da jetzt keine Sorgen machen, wenn sie bereits in einer festen Stellung ist. Wir sagen beim Bund weiterhin, wir bitten dringend um eine klare Umsetzungsvorgabe, weil ansonsten entsteht vor Ort Chaos. Wir haben in den letzten Wochen das ohnehin leicht erlebt, auch vom Bund. Sie haben das ja mitverfolgt, genesenen Status 3, 6 Monate hin und her. Bei Johnson & Johnson, einem Impfstoff, die Frage, gilt jetzt eine Zweitimpfung oder nicht? Wir brauchen mehr Transparenz und Klarheit. Und deswegen, für die Dame kann man eine gewisse Entwarnung geben. Wobei trotzdem meine dringende Empfehlung wäre, dass sie sich impfen lässt. Wir sind alle geimpft und uns geht's gut damit. Und deswegen kann man nur die Empfehlung geben. Und so richtig überzeugen mich die Argumente auch nicht, warum man sich nicht impfen lassen soll. Deswegen auf Dauer wäre die allgemeine Impfpflicht gut. Aber wenn, dann muss es gut funktionieren. Und das ist leider bislang noch nicht ordentlich vom Bund umgesetzt worden. Ein Thema, was da reinspielt und auch viele Fragen bei uns in der Redaktion gelandet sind, ist der Personalmangel im Pflegebereich. Wie glauben Sie, können Sie das in den Griff kriegen? Also zum einen ist es so, dass Versprechen auch umgesetzt werden müssen. Nach wie vor ist der Pflegebonus, der vom Bund versprochen ist, nicht umgesetzt. Wir in Bayern haben im letzten Jahr eine gemacht. Wir haben zusätzlich Geld gegeben, weil wir im Dezember das Problem hatten mit der Delta-Variante. Da war es ja so, dass die Krankenhäuser hoffnungslos überfüllt waren. Gott sei Dank jetzt nicht. Da haben wir nochmal zusätzlich Geld in die bayerische Pflege gegeben, um mehr Motivation und mehr Pflegekräfte zu finden kurzfristig. Ist auch gelungen. Aber der Bund muss jetzt den Pflegebonus erstens für alle und schnell ausbezahlen. Übrigens nicht nur in den Krankenhäusern, nicht nur in alten Pflegeheimen. Ich denke auch in den Arztpraxen. Die medizinisch-technischen Angestellten leisten auch Übermenschliches. Dann zum Zweiten braucht es mehr Geld auch für die Pflegeeinrichtungen über die gesamten Tarifverhandlungen. Es gilt auch für die Krankenhaussituation. Wir müssen uns nochmal die grundlegenden entscheiden. Wir können nicht nur klatschen, sondern wir müssen auch liefern in der Pflege. Und deswegen muss eine Ausbildung verbessert werden. Wir tun das in Bayern massiv und wir wollen auch mehr Stellen schaffen, massiv, aber wir brauchen nicht das gesamte Gesundheitssystem, eine bessere Finanzierung. Da wird die Pflege insgesamt unterbewertet und da sollte man Veränderungen und Umschichtungen machen, damit mehr Geld ankommt, wo es hingehört, nämlich in die Pflege. Dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird, dafür gibt es viele verschiedene Ansätze auch von Ihnen. Eine weitere Frage hat uns erreicht und die sieht 1G als Lösung. Warum zieht man als Mittel der Lockerung nicht einfach 1G, also alle getestet, in Betracht? So könnte man alles, egal ob Gastro, Diskotheken, jegliche Sport- und Kulturveranstaltungen, Friseure etc. relativ sicher für alle öffnen. 2G, 2G plus, 3G, all sowas wird immer diskutiert. 1G kommt da immer ein bisschen nur am Rand vor. Warum ist das so? Na, 1G hätte uns überhaupt nichts geholfen mehr in der Delta-Variante. Das wäre eher sogar gewesen, dass wir zusätzliche Probleme hatten. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, dass PCR-Tests an der Obergrenze sind. Bayern musste nicht rationieren, weil wir rechtzeitig bestellt haben. Wir erleben bei den Schnelltests leider nicht die Zuverlässigkeiten, die man sich wünscht, sodass hohe Risiken dabei sind. Die beste Form ist einfach impfen. Wir erleben jetzt aber auch den Einstieg in den Ausstieg. Da wird jetzt ganz spannende Entwicklung sein. Wir haben als Bayern, da waren da Trendsetter. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt mehr Freiheit auch wagen und auch mehr Freiheit ermöglichen, weil eben Omikron deutlich weniger gefährlich ist. Man sieht es ja. Und deswegen geht es jetzt stückweise runter, so eins nach dem anderen. Nicht überstürzt und kopflos, sondern einen vernünftig, gut geplanten Ausstieg. Allerdings braucht es dann nach März, wenn eigentlich alle Maßnahmen auslaufen, braucht es zwei Strategien. Eine Notfallstrategie für den Herbst, da sind wir wieder beim Impfen, und auch eine Mittelfriststrategie, was das Thema Masken und Testen weiter betrifft, insbesondere für die Schulen.
Denn ich möchte auf keinen Fall, dass wir, wenn dann die Übertrittsphase an die Schulen, so Gymnasium, Realschule stattfindet, wenn die Abschlüsse stattfinden, die Abschlussprüfung, Abitur, Realschule im Bereich der Mittelschule, dass dann möglicherweise keine Sicherheit gegeben ist. Denn für mich hat Schule und Schüler und Schüler und Jugendliche eine maximale Priorität. Also man kommt im Grunde genommen ab Mitte März raus. Es wird dann ab Mitte März, so ist gestern vereinbart worden, dann auch diese Modelle, die wir jetzt haben, 2G und so weiter, läuft dann aus. Es gibt mehr Eigenverantwortung für den Einzelnen oder der Institution. Das können also dann Gastronomen oder auch Veranstalter können entscheiden, was sie gern möchten. Ich glaube, dass jeder klug beraten ist, wenn er Sicherheit immer mitdenkt, weil auch Zuschauer gern dorthin gehen, wo sie sich wohl und sicher fühlen. Aber wir brauchen nur noch Basismaßnahmen. Für den Dezember oder für den Anfang Januar hätte uns das leider nicht geholfen, nur mal einen Schnelltest zu machen. Jetzt machen wir einen kleinen Ortswechsel. Jetzt gehen wir von unserem TV-Studio ins Tattoo-Studio hier in Amberg, denn da gibt es auch eine Frage. Sven Dugajczyk und Michael Lehmeier aus Amberg. Sie beide sind leidenschaftliche Tätowierer und betreiben gemeinsam das Tattoo-Studio Borderline Tattoo in der Lederer Gasse. Alles läuft wie am Schnürchen, bis 2020 plötzlich Corona dazwischen kommt. Mit dem ersten Lockdown im März 2020 müssen sie ihren Laden dicht machen für mehrere Monate. Erste Lockerungen gibt es dann ab Juli, doch im November der nächste Rückschlag, bedingt durch den zweiten Lockdown. Mehrere Monate ohne Arbeit, ohne Kunden, ohne Einnahmen. Bei den Tätowierern löst das Ungewissheit, aber auch Verärgerung aus. Verärgerung ja, in dem Sinn, dass wir halt außen vor gelassen werden. Also deutschlandweit, in jedem anderen Bundesland machen Tattoo-Studios auf und hier in Bayern nicht. Ein Sonderweg, der auch ein Jahr später noch Fragen aufwirft. Mich würde interessieren, warum im zweiten Lockdown die Tätowierstudios nicht gleichberechtigt mit Friseuren, Nagelstudios und Kosmetikstudios behandelt wurden. Ja, Herr Hofmann, die Frage geht an Sie. Ja, zunächst einmal freuen wir uns, dass auch jetzt körpernahe Dienstleistungen auch bei den Tätowierern wieder möglich sind. Ich verstehe natürlich, es geht immer auch um die wirtschaftliche Existenz, wenn Betriebe nicht die Arbeit erledigen können, die sie gerne möchten. Mir ist nur wichtig, hier zu betonen, die Entscheidungsträger wollen hier niemanden bestrafen. Es geht um eine Interessenabwägung zwischen den einzelnen Betrieben. Er hat auch ja gefragt, wieso waren die Friseure offen oder nicht. Und da muss man schlicht und ergreifend sagen, für die Friseure, es ging nicht um das Thema Friseure, es ging auch um die Frage, wie es den Menschen in einer Krise geht, inwieweit sie sich pflegen können und so weiter und so fort. Und deswegen war hier eine unterschiedliche Haltung notwendig, denn es ging um die Frage, inwieweit können Kontakte beschränkt werden. Das ist nicht immer einfach, da sind die Abgrenzungen auch nicht einfach schwarz-weiß. Das sind Graubereiche, man kann nicht. Es ist immer die Frage, wie vorsichtig man letzten Endes dann umgehen will damit. Und bei den Tätowierern, das will ich ausdrücklich nochmal sagen, es war kein Misstrauen damit, dass in irgendeiner Form verbunden, dass die ihre Hygieneauflagen nicht erfüllen könnten, sondern man musste irgendwo einmal auch die Frage beantworten, welche Möglichkeiten kann man noch zulassen und welche nicht. Und jetzt sind wir froh, dass es auch bei den Tätowierern wieder möglich ist. Froh sind auch die Gastronomen, dass es bei denen jetzt durch die Lockerungen in dieser Woche, die beschlossen worden sind, auch ein bisschen besser wird. Und da ist auch unsere nächste Frage von einem Gastronom aus Weiden. So, mein Name ist Martin Sauer vom Café Ristretto in Weiden hier. Und Herr Dr. Markus Söder, hier hat eine Frage. Bezug auf die Gastronomie mit Hygienevorschriften etc. Warum werden wir zugesperrt, obwohl dass wir in Infektionsgeschehen an vorletzter Stelle laut RKI liegen? Wir sind die letzten 2 Jahre behandelt worden, als wären wir wirklich die Pandemietreiber, haben Abluftanlagen eingebaut, haben uns an alles gehalten. Und jedes Mal sind wir die Buhmänner. Der Handel hat offen, wir müssen zumachen. War immer so. Der Handel hat dann 3G oder gar nichts mehr, wir 2G oder 2G plus im Thema. Verstehen wir Gastronomen nicht? Danke. Herr Söder hat Sie direkt angesprochen. Was ist Ihre Antwort? Also wir haben uns um die Gastronomie sehr, sehr gekümmert. Zum einen mal natürlich fand dort auch Infektionsgeschehen statt. Ist doch ganz klar, wenn man in die Gaststätte geht oder insbesondere Bereichen Discos, Bars, Clubs, ist das System immanent, wenn man da reingeht, dass man sich mit Menschen sehr eng zusammenschließt und da kann schon sehr viel Möglichkeiten. Wenn zugesperrt wurde, das war ja meistens auf dem Höhepunkt nur eine Welle, war das mal so, dann hat es einen großzügigen Ersatz gegeben. Die November-Dezember-Hilfe
vom vorletzten Jahr war schon sehr, sehr gut. 75%, die hat dazu geführt, dass sehr viele Gastronomen, auch die Hoga, gesagt haben, das sei okay. Ich habe parallel dafür gesorgt, dass die Mehrwertsteuer im Bereich Speisen und Getränke für die Gastronomie gesenkt wurde. Es ist 30 Jahre gefordert worden, nie gemacht worden, sodass insbesondere die Gastronomie dann im Sommer sehr, sehr gut wieder Möglichkeiten hatte. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr bewusst uns daran orientiert, der Gastronomie Perspektiven zu geben. Man muss dazu sagen, es war ja auch 2G im Handel dann. Und wir haben aber gleichberechtigt 2G Gastro gemacht. Wir haben nicht 2G Plus gemacht. Da bin ich sehr kritisiert worden übrigens, auch von manchen Kulturschaffenden, die gesagt haben, warum wird die Gastro immer so bevorzugt? Man sieht übrigens das Problem in der ganzen Pandemie. Jeder sagt immer, dem anderen geht's besser. Wir müssen halt schauen, dass wir ein Gesamtkonzept haben. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der wird dann sein 3G Gastro. Haben wir gestern beschlossen, sogar der Einstieg bei Discos und Clubs, allerdings da noch mit mehr Sicherheit. 2G Plus kommt jetzt Stück für Stück. Insofern glaube ich, kein Misstrauen gegen die Gastro, die gehört zu Bayern dazu. Ich selber versuche, so oft ich kann, diese Branche zu unterstützen, muss ich sagen. Ja. Sogar zu viel, wenn es ums Essen geht. Trinken ist bei mir nur Wasser und kein Alkohol. Aber ich bin da sehr dankbar für die tolle Leistung, die Gastronomen bringen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Sie haben die Kulturszene jetzt auch angesprochen. Auch die haben immer wieder mit Hygienekonzepten überzeugt, durften aber dann teilweise trotzdem nicht aufmachen. Und deswegen haben wir auch aus der Kulturszene eine Frage. Frage wäre natürlich zu der ganzen Corona-Politik, wie sich das vereinbaren lässt, dass man bei großen sportlichen Ereignissen, was um viel Geld geht, da ist kein Problem, Olympische Spiele, furchtbar, Nachhaltigkeit, lächerlich, und im Kleinen, wie in Bayern, da wird die Kultur runtergefahren bis zum geht nicht mehr. Ich erlebe das ja am eigenen Leib. Wie kann die Politik da vernünftig weitermachen? Hast du da auch, als Sie diese Frage? Kultur hat mehr Zuschauer gehabt die ganze Zeit als der Sport. Mhm. In jedem Zeitpunkt. Olympische Spiele ist was ganz was anderes. Nur so nebenbei. Die Bayern hatten die Chance gehabt, diese Olympischen Spiele zu haben. Damals ging es um die Bewerbung. Garmisch und München wollten die Leute halt nicht, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Fakt, die Kultur hat mehr Möglichkeiten gehabt als der Sport, hat auch jetzt noch mehr Möglichkeiten. Wir sind bei 75% der Zuschauer. Wir müssen es halt vernünftig machen. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass sehr viele, gerade Gäste, die zum Beispiel ins Theater gehen, das schon auch sehr schätzen, dass sie mit einem sehr guten Gefühl ins Theater gehen. Das ist ja eine andere Form des Publikums, ob du jetzt so Stadion und Theater ist schon ein bisschen anders von der Struktur her. Deswegen haben wir immer gesagt, geht da mehr. Und am Ende, glaube ich, haben wir auch sehr viel Unterstützung gegeben. Das darf man nicht vergessen. Es ist sehr, sehr viel Geld geflossen, auch zur Unterstützungsleistung, auch in den Kulturbereich hinein. Bayern war mit Baden-Württemberg die am meisten gefördert und unterstützt haben. Ich glaube, auch so sind wir ganz gut durch die Pandemie gekommen. Aber auch da gilt, mehr und selbstständig machen ist besser als einfach Unterstützung vom Staat. Das verstehe ich. Die Zuschauerzahlen, die Sie jetzt auch gerade angesprochen haben bei Olympia, sind auch Bestandteil unserer nächsten Frage. Das ist ein ganz junger Mann, 11 Jahre Schüler aus Amberg, leidenschaftlicher Fußballer, und er hat diese Frage. Hallo Herr Söder, meine Frage ist, warum dürfen Profis mit 80.000 Zuschauern Fußball spielen und wir dürfen nicht mal eine richtige Saison haben? Das finde ich irgendwie komisch. Finden Sie das auch komisch? Naja, also erst einmal, das Thema ist jetzt auch erledigt. Also das geht jetzt alles wieder. Ja, es geht alles wieder. Der Unterschied war ganz einfach. Erstens einmal, das eine ist Berufsausübung gewesen, das andere war Freizeit. Und wir haben halt immer geguckt, das ist übrigens wie vorhin mit den Tattoos, ne? Friseur braucht man häufiger als ein Tattoo, im Normalfall, würde ich mal sagen. Deswegen war da der Zugang wichtiger zum Friseur oder medizinische Fußpflege. Das ist normalerweise, sagen wir mal, dringlicher für viele Menschen als ein Tattoo. Und so ist es da genauso gewesen. Wir haben zunächst mal gesagt, Arbeitsplatz, wenn es, muss andere Regeln gelten. Aber wir haben es jetzt auch gemacht. Und jetzt glaube ich, da kann ja jeder durchatmen. Das Einzige, was mich beim jungen Mann noch interessiert hätte, ob er hoffentlich Clubfan ist und nicht was anderes, das ist leider nicht beantwortet worden. Wenn ich Latane, kann ich Ihnen sagen, er ist Fan des Rekordmeisters FC Bayern München. Ja, das habe ich befürchtet, aber der hat ja auch gerade im Moment ein bisschen Probleme. Nein, ganz im Ernst, das gönne ich natürlich auch. FC Bayern ist super, aber vielleicht könnte ein Oberpfälzer, muss normalerweise schon ein Herz für einen Club haben, das wäre schon ganz gut. Mit Sicherheit ist es irgendwo auch verortet. Und nicht nur für Jan Regensburg. Ja. Herr Hofmann, die letzte Frage zum Themenbereich Corona geht an Sie und dreht sich um eine mögliche Spaltung der Gesellschaft. Mein Hauptproblem
Hauptanliegen ist eigentlich, wie man es schaffen möchte, dass man dieses Ungleichgewicht und dieser Graben, der sich da auftut zwischen den verschiedenen Menschen, wie man das wieder heil machen möchte. Wie man da irgendwo einen Dialog finden möchte, dass die Menschen wieder zusammenfinden. Sie als Bürgerbeauftragter wollen natürlich, dass die Menschen zusammenfinden. Ist das auch nach der Pandemie möglich? Also es muss nach der Pandemie noch sehr viel möglicher sein als vorher, will ich jetzt mal sagen. Wir müssen unbedingt auch wieder zusammenkommen. Corona hat uns zwangsläufig auf Distanz gebracht. Und diese Distanz müssen wir jetzt wieder überbrücken. Ich halte das auch für einen wichtigen Aspekt, den die Dame angesprochen hat. Mir geht es aber auch darum, wenn wir in den Dialog treten, wie wir in den Dialog treten. Es geht um die Frage, wie wir miteinander umgehen. Wenn zum Beispiel jemand von der Maske als Fetzen oder Lappen spricht, dann will er vielleicht damit irgendwo seinen Widerspruch zur politischen Entscheidung Ausdruck bringen. Aber was viel wichtiger ist, diejenigen, die die Maske tatsächlich als wichtiges Hilfsmittel erachten, die fühlen sich dadurch schon brüskiert, vielleicht sogar beleidigt. Und da, glaube ich, müssen wir insgesamt auf Sprache achten. Das gibt es in anderen Bereichen auch und deswegen ist es mir wichtig, dass wir zuallererst einmal auch zuhören und verstehen. Dafür brauchen wir die Dialoge. Man darf auch nicht vergessen, das waren jetzt 2 Jahre in einer Art und Weise, wie sie die Gesellschaft noch nie erlebt hat. Und deswegen sollten wir auch nicht enttäuscht oder in irgendeiner Form depressiv oder pessimistisch in die Zukunft schauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Gesellschaft, wenn sie es will, wenn wir offen aufeinander zugehen, dass wir diese Gräben, die bestehen, auch wieder beschließen und da im Kommunikationsaustausch dann vorwärts kommen. Im Übrigen, 75% der Menschen sind geimpft. Wir müssen uns um diejenigen kümmern, die sich hier verloren gefühlt haben auf dem Weg dorthin. Bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Dann würde ich sagen, verlassen wir den Themenbereich Corona, auch wenn bei den weiteren Fragen immer wieder mal Corona auch Thema sein wird, und schauen jetzt auf den Bereich Wirtschaft. Und hier hat unter anderem der Chef der Agentur für Arbeit Weiden eine Frage. Mit 3,2% hat die Oberpfalz eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Bayern, hat sich vom Sorgenkind zum Aushängeschild gemausert. Nach dem Strukturwandel ist jedoch vor dem Fachkräftemangel. Die Arbeitsmarktsituation in der nördlichen Oberpfalz ist zwar historisch gut, steht aber schon vor der nächsten großen Herausforderung. Mittelfristig sollen rund 10.000 Fachkräfte in der Oberpfalz fehlen. Eine Lösung könnten da Zuwanderung und europäische Zusammenarbeit sein. Für die Oberpfalz dabei besonders interessant die Grenznähe zu Tschechien. Wie auch der Leiter der Agentur für Arbeit in Weiden, Thomas Würdinger, weiß. Meine Frage an Sie wäre, wir sind hier in der Nordoberpfalz in einer glänzenden wirtschaftlichen Position mittlerweile angelangt. Was uns doch umtreibt, ist unsere tschechische Grenzpartnerschaft. Wir sehen hier, dass letztendlich sehr viele Dinge anstehen würden, wo auch uns mehr Unterstützung von Seiten der Politik wünschen würden. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dazu uns auch noch mal eine Information zukommen lassen würden. Dankeschön. Ja, Herr Söder, wie kann die Politik hier unterstützen, dass man die Grenznähe nicht nur geografisch hat, sondern auch darüber hinaus? Zunächst mal sehr positiv, dass die Oberpfalz stark dasteht. Das war ja nicht immer so. Wir hatten große Strukturprobleme und es ist schon eine Strukturpolitik, die da geholfen hat. Die Unternehmen siedeln sich dort an, wo gut und günstige Rahmenbedingungen sind. Viel Förderung für die Kommunen finanziell, exorbitant viel, gerade für die Strukturschwachen. Und auch sehr viel Geld für den Ausbau der Hochschullandschaft, um übrigens einen Großteil dieser Fachkräfte auch zu bekommen. Und für uns ist das Verhältnis zum Nachbarn wichtig. Mein Vorgänger Horst Seehofer hat da, das finde ich, ist eine seiner großen Leistungen gewesen, die Tür zu Tschechien aufgestoßen. Wir müssen jetzt auch konsequent durchgehen. Natürlich hat auch hier die Pandemie die letzten 2 Jahre gab immer wieder Probleme. Denn wir hatten ja wechselseitig sehr hohe Infektionszahlen und das hat auch im Grenzbereich immer zu Problemen geführt. Ich habe der neuen tschechischen Regierung jetzt die Zusammenarbeit angeboten, einen ganz engen Austausch, eine Grenzlandstrategie zu entwickeln. Nicht nur Prag und München, sondern auch gerade bewusst im gesamten Bereich, ob in Oberfranken, Oberpfalz,
Rheinland-Pfalz, auch in Niederbayern, enge Verflechtungen zu machen, Wissenschaftsaustausch zu machen, die Verkehrsverbindungen deutlich zu verbessern und das Ganze nicht nur sozusagen als Randlage der jeweiligen Hauptstädte zu sehen, sondern als zentrale europäische Idee. Das ist mir also wirklich ein großes Anliegen und die neue tschechische Regierung freut sich auf die Zusammenarbeit. Wir werden da sicher bald zusammenkommen. Während Herr Würdinger jetzt von einer guten Arbeitsmarktsituation hier in der Oberpfalz spricht, ist unsere nächste Frage eigentlich eher genau das Gegenteil. Und das geht davon aus, dass die Corona-Lage der Wirtschaft hier in Bayern zu sehr schade. Meiner Meinung nach wird es extrem viele Arbeitslose geben, was jetzt ja schon anfängt. Die Firmen kriegen keine Materialstellen aus. Conti in Regensburg 2.000 bis 3.000. Die ganze Autoindustrie liegt flach. Und ich meine, das ist ja eigentlich das, was Bayern irgendwann groß gemacht hat. Das, was früher der Franz Josef Strauß eigentlich an bayerische Wirtschaft aufgebaut hat, das vernichtet er. Und meine Frage ist, wer will er das machen? Und wer will er die, wie sagt man, wer will er die Armut in Bayern verhindern vom normalen Erfolg? Ich meine, die Oberen, die werden ihr Auskommen haben. Aber die Unteren, da wo ich mir Sorgen gemacht habe, gehöre ich auch dazu. Weil mir haben sie jetzt 10% das Gehalt gekürzt oder ich hätte keine. Das war die Wahl. Viel wurde gesagt, Altersarmut war ein Thema. Sie würden quasi das Erbe von Franz Josef Strauß vernichten. Ist das so? Ja, natürlich nicht. Das ist ja ganz interessant, die beiden Fragen im Zusammenhang. Der Chef der Arbeitsagentur hat wahrscheinlich den besten Überblick von uns allen. Die Einzelsituation ist immer schwer zu beurteilen. Die können wir jetzt von hier aus schlecht machen. Aber der Chef der Bundesagentur in der Region sagt genau das Gegenteil. Wir suchen Arbeitskräfte. Und die Wahrheit ist, wir stehen heute wirtschaftlich besser da als zu den Zeiten von Franz Josef Strauß. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in Deutschland, die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa, müssen Sie mal vorstellen. In Bayern. Das geringste Armutsrisiko im Vergleich zu allen anderen. Und auch unsere großen Branchen funktionieren ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir auch beim Automobil durch diese schwere Krise gut gekommen sind. Das zeigen die aktuellen Entwicklungen. Mit Kurzarbeit, auch mit vielen Begleitmaßnahmen, gerade durch die Staatssicherung. Und was wir derzeit allein ansiedeln mit Technologieveränderungen, ist übrigens genau in der Dimension von Strauß. Strauß hat uns damals von einem Agrarstaat zum Industriestaat mitgemacht. Stoiber war der Einstieg in Hightech-Land und jetzt sind wir auf der Schwelle zur Digitalisierung. Wenn Sie sehen, was wir allein investieren in Technologie, also Hochschulbereiche und Bildungsbereiche, über 4,5 Milliarden Euro, da sind wir wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Amerikanern und Chinesen in dem Fall. Deswegen ist die subjektive Einschätzung, glaube ich, deckt sich nicht durch das Gesamtbild. Trotzdem gibt es immer wieder Veränderungen. Und diese Veränderungen auch in den Prozessen, die müssen wir annehmen. Zum Beispiel das größte Problem derzeit ist, die Lieferketten zu sichern. Also brauchen wir da mehr Souveränität. Auch Deutschland muss sich mehr Gedanken machen, wo die Rohstoffe der Welt herkommen. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, dann wird es auch auf Dauer nicht nur gehen, andere ständig zu belehren und ihnen zu sagen, was sie tun sollen in der Welt, sondern wir müssen uns auch ein bisschen nach eigenen Interessen richten. Deswegen bin ich auch der Meinung, die Energieversorgung in Deutschland wird übrigens auf Dauer das größte Problem. Und da müssen wir sehr klug agieren, damit die Preise nicht in den Himmel wachsen, andere nur damit verdienen und wir ein Problem haben. Zur Energieversorgung kommen wir später nochmal. Herr Hofmann, eine andere Frage richtet sich auch an Sie. Da kamen tatsächlich sehr, sehr viele Zuschauer und Leute aus unserem Sendegebiet auf uns zu und haben gesagt, dass die Bürokratie oft zu massiv ist, zu viele Hürden dadurch entstehen. Manchmal antworten Behörden nicht, antworten Behörden wahnsinnig spät oder dann auch nicht bürgernah. Für Sie als Bürgerbeauftragter, ist das dann auch ein Punkt, wo man sagt, da hat man hier im Freistaat Nachholbedarf? Also das ist der klassische Fall, bei dem die Menschen sich an mich wenden können. Es kann nicht sein, dass öffentliche Verwaltung auf Anfragen der Menschen nicht antwortet. Ich gehe davon aus, dass es auch immer mit dem entsprechenden maßvollen Ton auch geschieht. Da macht der Ton viel die Musik, muss man auch sagen. Aber dass eine Verwaltung dann entscheidet, die Frage gefällt mir, die beantworte ich und die Frage entscheide ich nicht, das kann es nicht sein. Und Bürokratie ist tatsächlich auch ein Problem. Dafür haben wir auch einen Bürokratieabbaubeauftragten, den Walter Nussel. Aber mir geht es vor allem auch darum, immer den Einzelfall auch mit zu betrachten. Und deswegen brauche ich da eine gewisse Hartnäckigkeit, ja, und auch eine gewisse Sturheit, um zu sagen, Leute, es geht nicht immer darum, die Entscheidung zu treffen, die für die Verwaltung die einfachste ist. Wenn ihr einen Ermessensspielraum habt, dann erwarten wir von euch, dass ihr den Ermessensspielraum zugunsten der Bürgerinnen und Bürger ausübt. Also in dem Zusammenhang können sich die Menschen gerne an mich wenden. Eine andere Frage, die wir noch haben, geht zum Thema Rente. Und die richtet sich wieder an Sie, Herr Ministerpräsident. Ja, hallo, mein Name ist Uwe Wiesner, wohnhaft hier in Amberg. Und ich hätte mal eine Frage an Sie. Wann
werden alle Staatspolitiker bzw. Angestellten endlich mal mit aufgenommen, in die Rente mit einzuzahlen, damit wir dieses Problem etwas beheben können. Ist das eine Überlegung, die bei Ihnen irgendwo eine Rolle spielt? Es wird oft abgewogen, hat sich letztlich als nicht praktikabel erwiesen. Es würde zu einer immensen Mehrbelastung führen. Ich weiß, da gibt es immer sehr viele Debatten darüber. Beamte bekommen eine Pension, haben sowieso beispielsweise einen sicheren Job. Beamte zahlen auch sehr früh mit in die eigenen Pensionskassen ein. Also das ist nicht so, dass da kein Eigenbeitrag gäbe. Und es würde, wenn man die Systeme jetzt vereinheitlicht, zu immensen Kosten führen, würde also kein Problem lösen. Das einzige Problem, das wir in der Rente wirklich haben, ist die Generationenfrage, wenn wir ehrlich sind. Ja. Jetzt sind alle Renten stabil, aber für ganz junge Leute wie den Michael zum Beispiel, ja, oder Sie, also alle, die so um die 30 sind, da wird es schon nochmal eine Herausforderung sein. Da muss man sich auch mehr überlegen. Da, finde ich, ist die Politik nicht mutig genug, weil sie es immer wieder vertagt. Von Rentenkommission zu Rentenkommission, da müssen wir schon mehr überlegen, wie wir gerade für den Jüngeren eine stabile Altersvorsorge machen können. Denn diejenigen zahlen ein, und zwar sehr viel, und haben nicht wirklich die Gewissheit, dass sie am Ende die Stabilität bekommen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Eine Systemänderung, wie wir es jetzt haben, an der Stelle, also Beamte dann gleichzusetzen oder in eine einheitliche Rentenkasse zu bringen, ist genauso unpraktikabel wie die Bürgerversicherung, die immer ganz gut klingt, die aber zu echt Problemen führen würde und am Ende zu höheren Kosten. Thema Altersvorsorge ist auch wieder Inhalt unserer nächsten Frage. Ein junger Mann aus Tirschenreuth hat nämlich da eine Frage, weil er will sich eigentlich schon für sein Alter vorsorgen. Ich bin der Fabian, komme aus Tirschenreuth. Zurzeit sind wir auf der Suche auch nach sagen wir mal, irgendein Eigenheim. Und es wird immer schwieriger, was zu finden. Es werden keine Baugebiete mehr ausgewiesen. Man bekommt keine Wohnung, keine Häuser. Wie soll das in Zukunft einmal vonstatten laufen? Können Sie dem jungen Mann Hoffnung machen, dass er in Zukunft was findet? Ich glaube schon, aber es ist natürlich schon eine Herausforderung. Bayern wächst, Bayern ist sehr erfolgreich. Das merkt man in den Ballungsräumen übrigens noch stärker. Also wenn Sie das jetzt in München, wenn wir die Sendung in München machen, ist die Lage wahrscheinlich nochmal deutlich angespannter als jetzt im schönen Tirschenreuth. Also das eine Ziel ist, natürlich mehr Flächen zu haben, die klug angewendet Möglichkeiten schaffen. Wir können nicht einfach blind bauen, sondern wir wollen ja auch Flächen sparen. Wir wollen auch die Landschaft, die Natur erhalten. Also müssen wir, was die Bauprozesse betrifft, in den Städten und Gemeinden klug nachverdichten, richtig organisieren. Da ist meiner Meinung nach eine Menge Luft nach oben. Das Zweite, die Instrumente müssen sauber strukturiert werden. Also wir haben ja in Bayern Baukindergeld gehabt, wir haben eine Eigenheimzulage gehabt, das kam sehr, sehr gut an. Wir haben das auf Bundesebene auch gefördert. Da sind wir jetzt sehr enttäuscht gewesen, dass dieses sogenannte KfW-Förderprogramm für energetisch-ökologisches Bauen über Nacht einfach eingestellt wird. Das hat uns sehr gewundert, weil die Grünen eigentlich für ökologisches Bauen sind. Jetzt stellen sie das ein. Das halte ich für sehr, sehr falsch. Ich finde auch übrigens falsch, dass man jetzt bei diesen Heizkosten, die der Staat verursacht, mehr sagt, die Vermieter sollen die zahlen. Also nicht immer die Mieter können allein drauf sitzen bleiben, aber doch auch nicht die Vermieter. Die können ja gar nichts für die Preistreiberei beispielsweise einer neuen Regierung in Berlin, die halt entschieden hat, dass die Preise teurer werden müssen. Da muss man halt dann Ausgleichssysteme, Heizkostenzuschüsse haben. So, und deswegen braucht es ein klares, transparentes und langfristig verlässliches System von Förderungen. Gott sei Dank sind Zinssysteme sehr günstig. Da kann man sich viel auch an der Stelle aufbauen. Und sagen wir so, wenn überhaupt, dann geht es gut in Bayern, weil hier ist einfach entgegen dem einen Herrn, den wir mal haben, die Arbeitsplatzsicherheit mit Abstand am höchsten in Deutschland. Als nächstes wollen wir uns ein bisschen mehr regionalen Themen dann widmen. Die Planungen zum Südostlink und Ostbayernring sorgen bei uns hier in der Region immer wieder für Diskussionsstoff und sie polarisieren und haben viele Kritiker. Zwei große geplante Stromtrassen des Netzbetreibers TenneT werden seit Jahren in Ostbayern sehr heftig diskutiert. Der Ostbayernring und die Gleichstromtrasse Südostlink zwischen Sachsen-Anhalt und Landshut. Die Planungen wurden von Anfang an von Protesten begleitet. Auch wenn beim Südostlink Erdkabelvorrang beschlossen wurde, bleibt die Skepsis groß. Die Leitung sei unnötig und bringe Einschränkungen mit sich. Besser sei eine dezentrale Stromerzeugung. Auch der Ersatzneubau der Trasse zwischen Oberfranken und Schwandorf ist umstritten. Großer Flächenverbrauch, Zerstörung des Landschaftsbildes, Wohnwertverlust, Beeinträchtigung der Landwirtschaft, so die Bedenken. Zwei Trassen, die Fragen aufwerfen. Wegen dem Südostlink, ob der wirklich durch unsere schöne Heimat gehen muss, quer durch und nicht vielleicht an der Autobahn entlang oder warum man das nicht anders lösen kann, dezentral.
Dezentrale Energieversorgung und landschaftsverträglichere Trassenführung. Wie sehen Sie das, Herr Ministerpräsident? Ich bin immer dafür, so viel dezentral wie möglich zu machen, nur wird es, glaube ich, nicht reichen. Wir haben einen enormen Strombedarf, der wächst, und zwar enorm. Dadurch, dass wir mehr Digitalisierung haben, dass wir Elektromobilität voranbringen wollen zum Klimaschutz und dadurch, dass wir mehr Menschen haben und wirtschaftlich leistungsfähig bleiben wollen. Das heißt, der Strombedarf wächst. Gleichzeitig nimmt die Stromproduktion deutlich ab. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und dann am Ende auch noch der Kohle gehen riesige Strommengen einfach verloren. So. Wenn ich das dann zusammenrechne, schaffe ich es nicht annähernd mit Photovoltaik oder anderen regenerativen Energieträgern 1:1 Ersatz zu machen. Das Problem. Deswegen brauchen wir mehrere Konzepte. Wir setzen sehr auf erneuerbare Energien, auch dezentral. Aber wir wissen, weiß nicht, ob später nochmal über den Wind geredet wird, da ist genau das Gleiche. Es sind die gleichen Sinne gegen das Windrad wie gegen die Stromleitung. Ich habe total Respekt vor diesen Bereichen. Wir brauchen auch schnelle und transparente Verfahren. Aber wenn wir die Stromleitungen nicht haben, besteht irgendwann die Gefahr eines Blackouts. Und zwar nicht nur für München, sondern für uns alle. Und zum Zweiten, wir werden auch noch andere Energieträger wie Gaskraft brauchen. Das wäre nämlich die Grundlastfähigkeit, wissen Sie, weil so richtig ein System für die windstille Nacht hat noch keiner gefunden. Also wir brauchen auch diejenigen, die da rangehen können, denn manchmal kann ein Winter sehr kalt werden und auch sehr teuer werden. Deswegen muss man da ein kluges Konzept haben. Wir haben durchgesetzt, dass es sehr viel Erdverkabelung gibt. Und deswegen glaube ich, ist die Belastung nicht einfach, habe ich totales Verständnis. Es muss jetzt sauber in dem Raumordnungsverfahren geklärt werden. Aber generell bekenne ich mich schon zu Stromleitungen, denn keine zu haben, macht die Lage in keinem Fall besser. Zur Windenergie kommen wir, versprochen, später nochmal zur 10H-Regelung. Herr Hofmann, wir haben auch noch eine sehr spezielle Frage aus Fohnenstrauß für Sie vorbereitet. Mein Name ist Albert Sommer aus Fohnenstrauß. Wir haben in Fohnenstrauß seit der Gebietsreform eine wunderschöne alte Friedrichsburg stehen mit zusätzlichen Immobilien, Liegenschaften vom Freistaat. Der Freistaat hat auch in den letzten 20 Jahren etwa Sanierungsmaßnahmen begonnen. Dennoch steht gefühlt 4/5 leer. Was können Sie dazu vielleicht beitragen, dass sich da was ändert? Herr Hofmann, was können Sie dazu beitragen? Ja, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das Ensemble Schloss Friedrichsburg ist ja wirklich sehr schön. Das Schloss wird ja schon genutzt vor Ort mit kulturellen Veranstaltungen. Und im Forstaus wird jetzt das Landratsamt auch nochmal die Zulassungsstelle unterbringen. Wenn ich recht informiert bin, geht es jetzt noch ums Ökonomiegebäude. Das ist vom Bauvolumen schon anspruchsvoll. Da muss man sich gut überlegen, welche Nutzung man da hineinbringt. Da wird man vor Ort Lösungen finden müssen, welche Nutzung wir da haben wollen. Es ist wohl nicht jede Nutzung möglich. Was ich versprechen kann, überall dort, wo bayerische Behörden mit am Tisch sitzen sollen, ob das Denkmalschutz ist oder ob das unsere bayerische Immobilien ist, an den bayerischen Behörden soll es mit Sicherheit nicht scheitern. Wenn es da ein Problem gäbe, würde ich mich persönlich darum kümmern, dass alle gesprächsbereit sind. Wir springen jetzt einen Themenkomplex weiter und sprechen jetzt über Energiepolitik. Haben wir vorhin schon ein bisschen angerissen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und aus Weiden hat uns Hans Kaiser kontaktiert und bei ihm fängt die Energiewende im eigenen Garten an. Hans Kaiser aus Weiden würde gerne stromautark leben, doch das gestaltet sich als schwierig. Weil sein Hausdach zu viele Erker aufweist, muss er seine Solarplatten im Garten anbringen. Die Konstruktionen hat er selbst gebaut, die Solarmodule selbst installiert. Auch sein Carportdach hat er inzwischen mit Photovoltaikzellen versehen. Trotzdem kann er seinen Stromverbrauch damit nicht komplett als Selbsterzeuger decken. Grund, die bayerische Bauordnung schränkt ihn ein. Nach der bayerischen Bauordnung sind Solarmodule außerhalb von Häusern, wie hier bei mir im Garten, bis zu 9 Metern zulässig. Aber Sie sehen, bei mir ist eigentlich mehr Fläche und der Bedarf an Solarmodulen steigt und steigt, auch bei mir. Und ich möchte gerne mehr machen. Ich kann aber nicht, weil das wäre dann ein Schwarzbau. Mehr als 9 Meter sind nicht erlaubt. Und ich möchte, das wäre mein Anliegen, dass diese Fläche vergrößert wird, vielleicht verdoppelt wird oder noch größer gemacht wird. Ja, da ist jemand sehr engagiert und möchte was machen, kann aber nicht. Können Sie helfen?
Also vielleicht darf ich da drauf ein. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch dem Herrn Kaiser zu diesem Engagement. Das war auch beeindruckend zu sehen, wo man alle Solarplatten anbringen kann, um Strom zu erzeugen. Aber wenn ich recht informiert bin, ist es so, bis 9 Metern ist es genehmigungsfrei. Es ist mehr möglich. Dann muss man allerdings einen Antrag stellen. Jetzt kann man sagen, das ist aber doch ungerecht. Ja, wir wollen Ökologie da in dem Zusammenhang auch fördern, die ökologische Stromerzeugung. Es muss aber immer im Einklang mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Nachbarschaft sein. Und ab dem Punkt, wo es dann quasi eine größere Fläche einnimmt, glaube ich, ist es auch im Interesse des Herrn Kaiser, dass nur die Dinge gebaut werden, bei denen er dann nicht ständig Ärger mit den Nachbarn hat. Jetzt kommen wir zu dem vorhin versprochenen Thema 10H, denn auch da gibt es eine Frage natürlich. Der Ausbau der Windenergie in Bayern stockt gewaltig und das liegt zuvorderst an der 10H-Regel. Warum wollen Sie unbedingt daran festhalten und wie soll der Ausbau von Windkraft dann beschleunigt werden? Mit den aktuellen Regelungen geht es ja ganz offensichtlich nicht. Dazu haben Sie sich vor kurzem auch mit Herrn Habeck unterhalten. 10H, wie schaut es da aus? Was kann man da für die Zukunft sagen? Die Grundeinschätzung, glaube ich, ist nicht ganz korrekt. Es liegt nicht in erster Linie an 10H. Man kann es einfach machen, indem man über die Grenze schaut, die Landesgrenze nach Baden-Württemberg. Seit 10 Jahren ein grüner Ministerpräsident, der Fan von Windkraft ist. Und da ist kein Windrad mehr gebaut worden. Bei den Leistungen liegt Baden-Württemberg sogar hinter Bayern, was die Windkraft betrifft. Wir liegen ja bei allen erneuerbaren Energien auf Platz 1, nur bei Wind auf Platz 8, übrigens nicht auf Platz 16 der Bundesländer, auf Platz 8. So. Das 10H ist eigentlich nichts anderes als eine bürgerfreundliche Regel. Bürgerbeteiligung. Das heißt, die Bürger können sich entscheiden. Wir haben es jetzt in Ebersberg im Landkreis gesehen. Da haben die Bürger gesagt, wir wollen mehr Windräder, haben abgestimmt drüber. Völlig in Ordnung. Wissen Sie, Wind ist aus der Entfernung unglaublich sympathisch. Ich weiß nicht, ob Sie selbst schon mal vor einem Windrad standen oder oben waren, schon ziemlich wuchtig. Also wenn wir vorhin über Erdverkabelungen skeptisch zeigen bei Stromleitungen, das sind riesige Windräder, die es gibt. Zumindest eine Herausforderung für die Nachbarschaft. Und deswegen ist es nichts anderes als eine Nachbarregelung. Wir wollen uns da auch bewegen, klar, Repowering, ähnliches mehr. Aber ganz interessant übrigens, Winfried Kretschmann sagt mir, das Problem ist nicht die Abstandsregel in erster Linie, sondern zum Beispiel auch Naturschutzregelungen. Sogenannter Vogelschlag, also kann sein, dass das passiert. Der Bundesklimaminister Habeck sagt jetzt, Naturschutz spielt keine Rolle mehr oder kaum mehr eine, was für einen Grünen zumindest bemerkenswert ist. Naturschutz ist nicht mehr wichtig, Klima zählt nur. Dann wird vielleicht auch mehr Windräder genehmigt werden, trotz 10H oder mit 10H, heißt aber für uns in Bayern was anderes. Unsere Potenziale liegen zum Beispiel mehr in der Wasserkraft. Da haben wir enorme Möglichkeiten, die übrigens grundlastfähig ist. Das heißt, die geht den ganzen Tag und in der Nacht, egal wie das Wetter ist, geht Wasserkraft. Wenn das so ist, dass der Bund sich entscheidet, dass Naturschutz nicht mehr die entscheidende Rolle spielt, sondern nur die Klimarelevanz, dann würden wir in Bayern noch mehr auf Wasserkraft setzen als auf Windräder, weil wir damit relativ wenig Mitteln an bestehenden Bauwerken, Wasserkraftwerken, enorme Potenziale hätten und nicht hundertfachen Ärger mit den Windrädern. Und ein letztes Argument noch, sei mir gestattet, in der Oberpfalz und in Franken gibt es mit den meisten Windräder. Und da schultern die Bürger schon ein enorm viel. Es dürfte dann auch nicht dazu führen, wie ich jetzt gehört habe, na ja, dann sollen die halt, wo schon viele sind, sollen die nochmal 20-30% mehr haben. Die Fläche, 2% der Landesfläche, ist ungefähr eine Größe wie 200.000 Fußballfelder umgerechnet. Das ist schon sehr, sehr groß. Ich finde, die Oberpfalz und auch Franken haben da schon einen großen Beitrag zur Energiewende gebracht. Und sie können nicht alles allein schultern. Also ist 10H viel Wind um nichts? Das haben Sie schön formuliert. Ich würde es mal so stehen lassen. Okay. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie sich sehr gesund ernähren. Und ein Herr aus Weiden hat auch einen Vorschlag, wie man das auch flächendeckend vielleicht in Bayern schaffen könnte. Also mein Name ist Fritz Steinwer, ich bin Bio-Gemüsegärtner und meine Frage wäre, warum der Staat über Krankenhäuser oder Gemeinschaftsverpflegungen nicht mehr an Bio-Qualität einkauft, zum Beispiel an Obst und Gemüse, das ist meine Professur, um das zu fördern. Ja, Bio ist gesund, kann man das fördern? Sowohl Bio ist gesund als auch die konventionelle Landwirtschaft. Ich will das immer sagen, beides gehört zusammen. Die bayerischen Nahrungsmittel sind, so glaube ich, kann man sagen, mit die besten der Welt. Das kann man daran sehen, dass es neben Autos unser größter Exportschlag ist. Also die halbe Welt isst und trinkt gern bayerisch.
manchmal auch fränkisch, ja, oder eben Oberpfälzer, beispielsweise Karpfen. Und deswegen können wir da sehr stolz auf die Nahrungsmittelproduktion sein. Und wir haben genau das gemacht, was er angesprochen hat. Wir haben für Kantinen entschieden, soll staatliche Kantinen zu 50% regionale Lebensmittel sein, regional erzeugt, weil auch das ist so ein Klimaaspekt. Ja. Ich muss ja nicht zu jeder Jahreszeit das Gleiche haben. Ich finde es schön, wenn in bestimmten Jahreszeiten auch bestimmte regional erzeugte Lebensmittel da sind. Da freut man sich übrigens mehr drauf. Ich freue mich auf die Spargelzeit besonders, weil es eben nicht das ganze Jahr gibt, sondern in der Zeit. Da esse ich zugegebenermaßen wahrscheinlich zu viel Spargel. Ich freue mich auf die Karpfenzeit, wenn die losgeht, verstehen Sie? Und so kann man das, glaube ich, auch sehr schön planen. Da hat man eine volle Unterstützung. Wir in Bayern machen das und werben auch sehr dafür, dass auch andere dem Beispiel folgen. Thema Lebensmittel haben wir auch eine weitere Frage. Und auch da sieht man ein bisschen Nachholbedarf. Hier, zumindest die Dame sieht die. Also ich hätte eine Frage, warum sind Lebensmittel in unverpackte Lebensmittel teurer wie in Plastikverpackten? Wäre das umgekehrt, dann wäre schon ein Müllproblem weniger. Ja, da hat die Dame recht. Unverpackte Lebensmittel wäre einfacher, weniger Müll und wieso ist das nicht billiger? Also da müsste man tatsächlich genau hinschauen, wodurch die hohen Kosten entstehen. Die Verpackung, glaube ich, ist eher weniger das Problem. Es geht dann um die Frage des Transports. Es geht darum, dass unverpackte Lebensmittel dann auch in einer Art und Weise präsentiert werden können. Aber ich persönlich schätze das sehr, wenn die Menschen darauf achten, dass sie weniger Verpackung brauchen. Wir bekommen ja auch die Zahlen, wie viel Müll wir in Deutschland insgesamt jeder einzelne Bundesbürger produziert. Da werden wir auch weiter nachlegen müssen, denn wir stellen fest, so in der Art und Weise, wie wir ursprünglich mal in den 80er und 90er Jahren vorhatten, dass wir Müll vermeiden, so richtig funktioniert hat es nicht. Mhm. Weniger Plastik ist das klare Ziel, Plastik dort einzusetzen, Kunststoffe, wo sie hocheffektiv sind, aber sie nicht zu verschwenden in Unmengen an Verpackungen. Und wenn ich das noch sagen darf in der Ergänzung, vor allem nicht einfach in die Meere zu schmeißen. Wir sind zwar weit weg von einem Meer, wenn ich das sagen kann, aber wir spüren das, wie diese Weltmeere alle wirklich zugemüllt werden mit Plastik. Da haben wir eine Aufgabe, deswegen schon der Trend, das weniger zu machen. Allerdings müssen halt auch jede Form von Lebensmittel auch gut haltbar und eben auch hygienisch gut verarbeitet werden können. Mhm. Das war, finde ich, eine sehr gute Frage. Die Tochter war daneben gestanden auf dem Marktplatz in Amberg und hatte auch, wie ich finde, auch eine sehr gute Frage. Meine Frage an Herrn Söder ist, was er gegen Massentierhaltung in Zukunft unternehmen möchte. Das Wort Massentierhaltung ist natürlich ein sehr politischer Begriff. Ich glaube mal so, die bayerische Landwirtschaft ist die optimale Antwort darauf. Die bayerische Landwirtschaft ist eine nachhaltige. Und zwar unabhängig, ob man sich Biobauer nennt oder konventionelle Landwirtschaft, denn wir haben viel kleinere Größen, viel mehr Tierwohl, sind familiäre Betriebe, also sozusagen, wo es die Liebe und die Nähe gibt, im Unterschied zu den großen Agrarfabriken, die es in Deutschland gibt. Da habe ich auch skeptisch, teile ich das, was die junge Dame sagt, zu 100%. Sind riesige Fabriken, das sieht man bei Hühnern, das sieht man bei anderen Fleischproduktionen. Das ist sehr schwierig. Und wir wollen lieber die bayerische fördern. Der bayerische Weg sozusagen ist ja, also Fleisch brauchen wir. Oder mögen wir, gerade als Nürnberger, ohne Nürnberger Bratwurst ist das Leben halt irgendwie, oder ohne Schäufele, nicht in Maßen natürlich, ist das Leben schon irgendwie nicht mehr ganz so toll. Ich esse weniger Fleisch, aber ohne geht's nicht. Und deswegen muss diese Tierhaltung mit Tierwohl gut in Einklang gebracht werden. Und da spüren wir bei unseren Landwirten, gerade in Bayern, super Unterstützung. Wir geben auch viel Geld dafür aus, diesen Prozess zu begleiten. Und ich würde mir auch wünschen, dass der Bund es tut, dass er endlich, der neue Bundeslandwirtschaftsminister, jetzt sein Versprechen wahrmacht und die Massentierhaltung, die Agrarfabriken begrenzt. Am besten wäre, wir würden einheitliche Größen oder Förderungen von kleineren Betrieben haben, so wie die bayerische Landwirtschaft ist. Mhm. Als nächstes kommen wir zu Fragen, welche sich um Bildung, Nachwuchs und um Anliegen von unseren jüngeren Zuschauern drehen und bleiben hier aber auch zunächst im Bereich der Landwirtschaft. Laura Dürr aus Tannheim im Landkreis Amberg-Sulzbach ist nicht nur leidenschaftliche Landwirtin, sie ist auch sehr erfolgreich auf der Social-Media-Plattform TikTok unterwegs. Dort gibt sie mehr als 115.000 Followern Einblicke in ihren Alltag als Jungbäuerin. Gerade junge Menschen hätten heute davon nämlich überhaupt keine Vorstellung mehr. Insgesamt müsse die Landwirtschaft in ihren Augen auch für junge Menschen wieder attraktiver gemacht werden.
Hallo Herr Söder, ich bin die Lara Dürr, komme aus Tannheim, bin 20 Jahre alt, mache momentan meine Ausbildung zur Landwirtin. Wir bewirtschaften selber einen Hof daheim mit 95 Milchkühen und 90 Hektar. Meine Frage an Sie wäre, wie unterstützen Sie die bayerische Landwirtschaft, vor allem auch uns Junglandwirte, und was können Sie dazu beitragen, dass unser Beruf Landwirt wieder attraktiv wird? Sie haben gerade schon gesagt, wie wichtig die Landwirtschaft ist. Ja, wir unterstützen es wirklich sehr. Sagst mal, tolles Engagement und auch kluge Ideen, das mit TikTok zu verbinden. Da könnten manche Verbände in der Landwirtschaft sich ein gutes Beispiel dran nehmen, wie man die Akzeptanz auch fördert. Denn es ist auch der Dialog zwischen dem Verbraucher und der Landwirtschaft ganz wichtig. Wir wollen auch mehr Kenntnis über die Landwirtschaft haben, weil sie einfach für Bayern lebenswichtig ist und auch wirtschaftlich, aber kulturell auch uns dazugehört. Man darf nicht vergessen, unsere Landwirte und Landwirtinnen sind auch die eigentlichen Landschaftspfleger unseres Landes. Also wird häufig unterschätzt, Energiewirte, Kulturwirte, die da viel leisten. Deswegen wollen wir das in den Schulen stärker machen, damit die Schüler nicht nur die eine Sicht der Dinge hören, sondern auch mal, wie entsteht sowas, wie wird ein Betrieb geführt. Zweitens natürlich mit vielen finanziellen Förderungen, diesen Umstellungsprozess auch zu begleiten, Tierwohl, Tierproduktion zusammenzubringen, Tierhaltung und Tierwohl zusammenzubringen. Das fördern wir sehr, unsere Landwirtschaftsministerin ist da sehr engagiert dabei. Und wir setzen uns auch sehr dafür ein, für gerechte Preise, die am Ende da sind. Das muss schon auch klar sein. Also dieser Billigwahn, der da existiert für Lebensmittel, der kann so auf Dauer nicht weitergehen. Deswegen wäre zum Beispiel für uns auch wichtig, dass wir für regional erzeugte Lebensmittel eine niedrigere Mehrwertsteuer haben wie in der Gastronomie. Das wäre ein Riesenansatz, weil dann gibt es auch eine Bevorzugung. Warum müssen Lebensmittel aus der ganzen Welt hergefahren werden? Wenn ich ein Beispiel sagen darf. Da werden aus Südamerika alle möglichen Rinder nach Europa von dort exportiert, bei uns importiert. Und an mancher Fleischtheke, die ich dann auch so höre, wenn es so Steak-Theken gibt, da gibt es aus allen Teilen der Welt Fleisch, was alles okay ist. Und zu wenig wird das Bayerische propagiert, obwohl es doch Klima am gerechtesten ist, denn es kommt aus der Nachbarschaft und muss nicht durch die halbe Welt geflogen werden. Deswegen muss man da solche Prozesse anders begleiten. Unser Essen günstiger und besser machen, anderes vielleicht ein bisschen anders bewerten. Und dann kommt noch dazu, was mir auch ganz wichtig ist, das bayerische Label auch zu zeigen. Das tun wir ganz besonders. Wir werben für unsere bayerischen Landwirtinnen und Landwirte. Wir haben jetzt eine junge Landwirtekommission auch gemacht. Da gibt es tolle, tolle Ideen und die wollen wir Stück für Stück mit den jungen Berufsanfängern zusammen umsetzen. Wir schauen nochmal auf drei noch jüngere Herrschaften. Da hat eine Dame aus Amberg uns anonym eine Frage gestellt. Ich bin Mutter von Drillingen und kriege aber das Elterngeld nur einmal, weil ich die Kinder nicht hintereinander bekommen habe, sondern auf einmal. Warum gibt es das Elterngeld nur einmal? Drei Kinder, einmal Elterngeld. Warum ist das so, Kindergeld? Also zunächst einmal möchte ich der Dame und der Familie gratulieren. Es ist immer schön zu sehen, dass sich Menschen für Kinder entscheiden. Drei Kinder auf einmal ist natürlich eine enorme Belastung. Bin selber Papa von zwei Kindern, von daher weiß ich, was da auf einen zukommt. Das Elterngeld in dem Zusammenhang ist natürlich als Ersatz für den Zeitausfall, wo ich meine Vergütung, meinen Lohn nicht bekomme, gedacht. Deswegen wird im Grunde genommen nicht pro Kind ersetzt, sondern der zeitliche Aufwand, bei dem ich aus dem Beruf draußen bin. Allerdings gibt es durchaus einen Aufschlag bei mehreren Kindern. Das wäre in dem Fall nochmal zusätzlich ihr Kind beim Elterngeld 300 Euro. Sollte die Dame das Geld nicht bekommen, dann soll sie sich bitte mit mir in Verbindung setzen. Dann schauen wir uns den Bescheid an, denn das hat meine Nachforschungen auch immer wieder ergeben, dass nicht alle über die Möglichkeiten Bescheid wissen, die sie haben. Und jetzt fällt mir noch was ein. Wir haben doch ein Gesetz gemacht, Markus, dass du die Patenschaft über Mehrlinge übernimmst. Nicht nur das, lieber Michael. Also es ist tatsächlich so, das ist ja, gibt auch ein bisschen Geld, aber es ist eine emotionale. Ich habe tatsächlich für die Drillingsfamilien übernimmt der bayerische Ministerpräsident die Patenschaft, macht das auch sehr gerne. Da gibt es auch einen kleinen Betrag dazu, aber wir haben in Bayern noch das Familiengeld. Das ist der große Unterschied. Also, und es wird unabhängig gezahlt, also ob die Kinder gleichzeitig geboren sind. Die junge Dame kann damit rechnen, drei Kinder, dass bis zur Einschulung der Freistaat Bayern ihr fast 40.000 Euro an Unterstützung geben wird. Und das gibt es nur in Bayern so. Und deswegen Glückwunsch zur Geburt und Glückwunsch, dass es in Bayern ist. Vielleicht können wir den Kontakt ja nochmal herstellen. Machen ja, wir gerne. Die Patenschaft zu übernehmen wäre doch eine tolle Geschichte. OTV vermittelt Patenschaft des Ministerpräsidenten.
Können wir gerne machen. Wir schauen mal, ob wir die Frau noch mal kriegen, nachdem sie ihren Namen nicht nennen wollte. Wird es vielleicht etwas schwierig, aber wir schauen, was wir machen können. Wir gehen jetzt noch mal in eine Kita hier in Amberg, denn wir haben zwar vorhin schon über Personalsorgen im Pflegebereich gesprochen, aber das ist bei weitem nicht die einzige Branche, die mit Personalmangel zu kämpfen hat. Basteln, das steht heute auf dem Programm in der Kita Gailoer Kieselsteinchen in Amberg. Auf den ersten Blick wirkt hier alles entspannt, doch der Schein trügt. Denn die derzeitige Lage in der Kita steht unter keinem guten Stern. Wir krebsen echt schon ein bisschen am Limit. Die Situation ist angespannt und ich kann nur hoffen, dass sich das bald wieder ein bisschen entspannt. Der Grund für die Anspannung in der Kita? Zu viele Kinder und zu wenig Betreuer, erklärt Wiesner. Jeder Erzieher in der Einrichtung betreue derzeit rechnerisch gesehen 12,5 Kinder. Und das sei mehr, als es der gesetzlich festgelegte Fachkraft-Kind-Schlüssel erlaubt. Corona ist natürlich dann auch nicht sehr förderlich, setzt dem Ganzen noch die Krone auf, sag ich mal, weil Mitarbeiter ausfallen wegen Kinderbetreuung zu Hause selber oder auch selbst krank sind. Dann ist es natürlich noch schwieriger, mit 3 Personen so einen Laden, sag ich, am Laufen zu halten, ist einfach nicht einfach. Ria Wiesner hat deshalb nun eine Frage. Ich möchte gerne wissen, was tun Sie gegen den Personalnotstand in den Kindertagesstätten? Was kann der Freistaat da tun? Zunächst mal vielen Dank für das tolle Engagement. In der ganzen Pandemiezeit hat man aus dem Kindergarten viel weniger Klagen gehört als aus anderen vergleichbaren Institutionen, die sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, wenn ich das sagen darf. Also ganz großes Dankeschön. Also zunächst einmal, das Problem ist ein bisschen, bei der Schule wäre es relativ leicht, das stellen wir einfach selber Personal an, nämlich Lehrerinnen und Lehrer. Das machen wir jedes Jahr mit 1000 mehr, sodass wir die Situation verbessern. Das ist beim Thema Kita anders, weil es rein kommunal ist. Das heißt, wir haben nicht den gleichen Einflussmöglichkeit. Was wir aber tun mit den Kommunen zusammen, wir fördern natürlich den Ausbau der Kita-Plätze. Jetzt werden Sie sagen, oh je, dann brauchen wir noch mehr Plätze und noch mehr Personal. Ja, wir wollen, dass sie besser bezahlt werden. Wir haben dann einen Plan zusammen auf den Weg gebracht, nach dem bayerischen KIBIG, das ist also das Kinder- und Bildungsgesetz, wo wir dann wirklich versuchen, auch die Ausbildung attraktiver zu machen, höherwertig zu gestalten, auch umgekehrt Fachkräfte stärker zu entwickeln, aber auch mal jemand, der von außerhalb kommt, den Beruf attraktiv zu machen, das Image deutlich aufzuwerten, dass auch nicht nur Frauen, sondern vor allem auch viele Männer glauben, da mal diesen Beruf zu schließen. Auch das ist der Trend mittlerweile, der sehr gut ist, da in Teams zu arbeiten. Und ich wäre dafür gewesen, auch während der Corona-Zeit, das sage ich ganz offen, auch hier mal einen Bonus zu geben. Da waren aber überraschenderweise die kommunalen Spitzenverbände dagegen, was mich gewundert hat. Also da müssen natürlich auch die Kommunen noch ein bisschen mehr machen. Ich würde mir da ganz so einen Pakt für Kinder vorstellen. Wir machen mehr Kita-Plätze und umgekehrt eine bessere Bezahlung für die Nachwuchskräfte, die wir dort haben, und auch mehr Einstellungsoptionen. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Fragen schon hinter uns gelassen. Jetzt würden wir kurz mit Blick auf die Uhr noch eine Schnellfragerunde mit Ihnen, Herr Söder, machen, wo Sie wirklich bitte kurz und knapp und klar, wenn es möglich ist, antworten. Sind Sie bereit? Nervös, aber bereit. Wie verhält sich die bayerische Freundschaft zu Russland nach den Geschehnissen der letzten Wochen und Monate? Russland ist kein Feind, aber ein sehr schwieriger Partner. Und wir dringen auf die territoriale Integrität. Wir wollen aber auch, dass Frieden herrscht. Und deswegen finde ich die Gespräche, die jetzt geführt werden, wichtig und richtig. Die nächste Frage: Mit wie viel Prozent rechnen Sie bei der nächsten Landtagswahl für die CSU? Damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gut regiert und dass Bayern stabil bleibt. Ich glaube nicht, dass ein Ampelmodell mit sehr vielen völlig unterschiedlichen Partnern am Ende Erfolg bringt. Ich habe den Eindruck, viele Bürger sind jetzt schon ein bisschen skeptisch nach knapp 2 Monaten, dass man da sich gegenseitig so in Schach hält in Berlin, dass nichts Vernünftiges rauskommen könnte. Warten wir mal abwarten. Und deswegen Stabilität für Bayern ist wichtig und gut zu regieren, das ist zentral. Ich erinnere an die Schnellfragerunde. Eine schnelle Antwort, vor allem bei der nächsten, können Sie ja oder nein einfach sagen. Wollen Sie bei der nächsten Bundestagswahl als Kanzler antreten? Nein, ich will Ministerpräsident sein. Wie lange wollen Sie noch Ministerpräsident sein? Das ist die Anschlussfrage. Solange die Bürger und Bürger das wollen, aber bestimmt nicht ewig. Und die letzte Frage: Wann kommt die Maske weg? Als letztes. Vielen Dank. Und jetzt haben wir tatsächlich noch eine allerletzte Frage. Und die stellt Luise Bär aus Weiden. Herr Ministerpräsident, Sie machen doch ganz gute Arbeit. Wie gehen Sie damit um,
dass sie so wenig Lob bekommen für ihre harte Arbeit und immer nur kritisiert werden. Schlafen Sie schlechter? Nein, das tue ich nicht. Ich finde es echt sehr lieb und auch sehr süß, dass Sie das, dass die Dame, die Frau B., die Frage stellt und dass Sie es sogar bringen. Es ist, glaube ich, ganz selten, dass die Medien das machen. Frau Bär, so ist es halt nun mal. Es ist nun mal so, wir leben in einer Demokratie. Da wird gern immer das Negative erwähnt und das Schwierige. Das ist aber auch Ansporn, es gut zu machen. Ich mache das, weil ich was fürs Bayern erreichen will, weil ich dieses Land und die Menschen liebe und da mein Leben auch da verschrieben habe. Und wir haben in schweren Zeiten gut zusammengehalten. Dafür bedanke ich mich herzlich. Manchmal hat sie aber recht, die Dame, könnten die Medien auch ein paar positive Dinge bringen, denn ich selber lese auch gern manchmal was Positives. Aber das muss nicht wegen mir sein. Wenn man den Bürgerbeauftragten lobt, ist mir schon recht, damit der wenigstens gut schläft. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Das war's mit dem Bürgerdialog auf OTV. Herr Söder, Herr Hoffmann, vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden sind. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, nochmal ein großes Dankeschön, dass Sie so großes Interesse an dem Bürgerdialog gezeigt haben und uns auch so viele Fragen haben zukommen lassen. Und nochmal der Hinweis, wenn Ihre Frage jetzt nicht hier und heute in unserer Sendung thematisiert wurde, werden wir sie an den Bürgerbeauftragten und sein Büro weiterreichen und die werden dann die offenen Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und Servus. Servus.